Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Lassen Sie mich einen kleinen Querschnitt an Leistungen bis Spitzenleistungen, die honoriert werden müssen, in welcher Form werden wir schauen, von unseren Politikern zu sprechen kommen, aber auch von Herrschaften, die im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sind, ARD und ZDF. Ja, schauen wir uns doch mal eine Glanzleistung an. Hören wir es uns sie an. Eine Glanzleistung von Frau Baerbock. Natürlich machen die Grünen ihr Parteiprogramm mit Klimapolitik auf. Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit, steht da. Und ein großer Posten ist da natürlich die CO2-Steuer. Also wer viel verbraucht, muss viel zahlen. Sprit und Heizöl sind teurer. Und das zeigt sich dann schnell beim Bezahlen an der Tankstelle oder wenn der Heizöltank voll gemacht wird mit der Abschlussrechnung. Frau Baerbock, wie teuer ist denn gerade ein Liter Heizöl? Oh, das kann ich jetzt leider aus dem Stegreif Das ist nicht eine sagen. gemeine Milchfrage, ne? Was kostet ein Liter Milch? Ja, die Milch kauft man ja täglich, da weiß man, was es kostet, aber das Heizöl zahle ich nicht täglich, vor allem, weil wir keine Ölheizung haben. 70 Euro. Wer sich den 3000-Liter-Tank voll machen lässt, zahlt dieses Jahr 158 Euro mehr als im vergangenen Jahr und 2025 wären es dann 348 Euro mehr. Ja, was kümmert es Frau Baerbock, was letztlich der Liter Heizöl kostet? Sie heizt ja nicht mit Öl. Völlig klar. Was kümmert es Olaf Scholz, was ein Liter Benzin kostet oder Diesel? Er tankt ja nicht selbst. Wir zahlen es ja. Und das ist so typisch die Politikermanier. Der Heizölpreis muss nach oben gehen, der Gaspreis muss nach oben gehen. Was er derzeit kostet, weiß ich nicht. Überschrift. Tja. Das überlasse ich euch, sonst wären wir gesperrt. Also das ist schon ein geistiger Tiefflug unter der Teppichkante. Ja, nun schauen wir uns doch mal an, diese Kampagne gegen die Grünen, grüner Mist, es ist ein absoluter Skandal. Also ich halte es für einen absoluten Skandal, wenn man schaut, Verbote, Bevormundung, Steuererhöhung, grüner Mist. Es wird noch schärfer. Schauen wir es uns mal an. Mieterhöhung, Sprit. Preiskrise, Strompreisexplosion, Industrievernichtung, Arbeitsplatzvernichtung, Wohlstandsvernichtung, grüner Mist. Wer auf so eine absurde Idee kommt, also ich kann es nicht nachvollziehen. Dann haben wir weiter Masseneinwanderung, Asylbetrug, Kriminalität, grüner Mist 2021. Wer kommt nur auf solche absurden Gedanken? Ja, grünermist.de, Gerechtigkeit, Substantiv, Vorwand zum Ausplündern. Der Fleißigen durch die Dreisten. Also das ist ja unerhört. Ich meine, die Grünen, ja, wenn man schaut, alle studiert, alle kommen aus exponierten Stellungen, kommen aus tollen Berufen und haben Selbstständigkeiten hinter sich. Also ich halte so etwas für wirklich absolut, es ist ein Skandal, gegen die Grünen so vorzugehen. Aber, meine lieben Damen und Herren, es gibt ja den grünen Umweltminister, zu dem komme ich gleich. Wir haben hier, die Grünen betreiben eine familienfeindliche Politik mit der Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung, sollen Rechte von Eltern ausgehöhlt werden. Das kennen wir aus System, wie heißt es schon, Freie Deutsche Jugend, FDJ und dann gab es auch was mit H, aber so weit will ich gar nicht zurückgehen. Ausgehöhlt werden. Die Grünen legen die Axt an den grundgesetzlich besonders geschützten Wert von Ehe und Familie. Gender-Irrsinn. Dann haben wir hier unsere Propaganda in dem Bereich. Es kann jeder so leben, wie er will, aber wenn das instrumentalisiert wird, wenn du dich als Hetero entschuldigen musst, muss er, bitte Entschuldigung, ich bin unnormal, ehrlich, ich bin nicht normal, ich bin Hetero, bitte entschuldigt. Diese Instrumentalisierung, dieser Wahn, das ist ja schon sektenartig und Familienfeindlichkeit, das bitte mit eingeschlossen. Und ich darf mal ein Bild zeigen. Ich meine, wenn ich mir vorstellen würde, Enkeltochter, sowas. Bei mir kommt hier der Begriff in den Sinn ekelhaft. Also die können in ihren Clubs, die können machen, was sie wollen, aber das auf offener Straße auszuleben, also ich weiß nicht, das ist schon Dekadenz und Perversion in Potenz. Also stell dir mal vor, das wäre eure Tochter und er sagt, oder Enkeltochter und sagt hier mit ja, diesen, ja. Ja, es ist wirklich, es ist eigentlich irre. Wenn du das jetzt jemand zeigst, wir erleben ja Thema Afghanistan, wir erleben Thema Russland, China, Indien, Pakistan, die sagen, haben die eine Klatsche? Die müssen wir ja gar nicht einnehmen, die kriechen ja jetzt schon nackt vor uns her.
Jawohl, aber bitte Wahlprogramm mit der Grünen, sowas steht da ganz vorne mit dran und da sollte man auch wirklich sagen, wir geben den Grünen mit Sicherheit keine Stimme. Ja, schauen wir uns mal an. Und zwar ist es Jan-Philipp Albrecht. Wir haben ja vorher die Kampagne gesehen, hier Masseneinwanderung, Asylbetrug, Kriminalität und Industrievernichtung. Der Jan-Philipp Albrecht, der ist Umweltminister, ich will nichts Verkehrtes sagen, aber in Schleswig-Holstein. Wenn Ströer nicht offenlegt, also Ströer war derjenige, der die Kampagne wohl gemacht hat, wer die von Ihnen veröffentlichte Hetzkampagne gegen Grüne finanziert hat, sollte dies in jeder Kommune und jedem kommunalen Unternehmen zum Anlass genommen werden, dieser Firma keine weiteren Aufträge mehr zu erteilen. Ströer Media, brauner Mist. Und das ist ein Umweltminister, der wird von uns bezahlt, der wird aus Steuermitteln bezahlt, der Herr Jan-Philipp Albrecht. Und der sagt, wenn ihr gegen die Grünen etwas sagt, dann bekommt ihr keine Aufträge mehr. Lasst mich mal zurückerinnern, wann war denn das mal? 33 ging es ja auch so los. Wenn ihr das nicht und Bücherverbrennung und zu den Grünen werde ich noch mal eine Extrasendung machen, das Thema Verbrennen. Da werdet ihr staunen, wie extremistisch diese Herrschaften geworden sind und Grüne und Linksextremismus gehört ja irgendwo zusammen. Aber wie gesagt, wenn ein Umweltminister öffentlich aufruft, da keine Aufträge mehr zu erteilen, dann geht er weit über seine Kompetenz hinaus und mit dem Herrn Jan-Philipp Albrecht werden wir uns ganz sicher auch noch befassen. Liebe Freunde, wenn wir eins anschauen, Berlin, wir erinnern uns, Berlin rot-rot-grün. Linksextremismus in Berlin nimmt rasant zu. Straftaten seit 2015 verdoppelt. Ja, da brennen halt ein paar Autos. Da werden halt Leute zusammengeschlagen. Ja, wenn man nicht der Meinung ist, linksgrün, da muss man damit rechnen, dass einer auf die 12 gibt und dass das Fahrzeug abgefackelt wird. Das ist so und dass auch so ländliche Grüne das so machen, das werde ich euch zeigen. Nicht Autos abfackeln, aber in ähnlicher Weise jetzt propagieren, dass man Dinge doch besser anzündet. Aber da werdet ihr staunen, da kommt noch eine Extrasendung. Freut euch drauf, alles zu seiner Zeit. Ja, und das Schöne finde ich, wenn wir hier das NDR-Studio sehen, das ist die Angela Ulrich ARD-Hauptstadtstudio. Die SPD hat vorgelegt und den richtigen zum Kanzlerkandidaten gemacht. Olaf Scholz, keine Plaudertasche, kein begnadeter Redner, kein Emotionsbolzen, aber verlässlich, zupackend, ein erprobter Krisenmanager, der im Zweifel die Milliarden springen lässt. Das ist, und das ist genau das Staatsfernsehen. Wir wollen auf keinen Fall, dass wertkonservative Parteien nach oben kommen, schon gar nicht die AfD. Die gar nicht die AfD. Die AfD ist an allem schuld, was wir hier haben. Die AfD ist an der Bankenkrise schuld. Die ist an Griechenland schuld. Die AfD ist dran schuld, dass wir 2015 die Grenzen geöffnet haben. Die AfD ist dran schuld, dass es Corona gibt. Und am Klima ist die AfD erst richtig schuld. Und das muss man mal beim Namen nennen. Denn die AfD ist überall in Regierungsverantwortung. Sie regiert in Länderparlamenten. Sie regiert in Berlin, im Bundestag. Und sie reagiert auch, sie regiert auch in Brüssel. Oder nicht? Ja, schauen wir uns doch mal diesen begnadeten Olaf Scholz an. Scholz. Cum-Ex-Ausschuss, Scholz mit Erinnerungslücken. Ja, da ging es seinerzeit, dass die Warburg Bank in Hamburg, ja, 30. April 2021, also schon uralt, da ging es um Millionen, die erlassen worden sind bei der Warburg Bank in Hamburg. Aber der Mann ist begnadet. Wie heißt es so schön? Schauen wir uns nochmal an. Ein erprobter Krisenmanager. Ja, verlässlich, zupackend. Ne? ARD, Hauptstadtstudio. Wahrscheinlich ist ihr politischer Bildungsgrad eher gering oder sie will sich nicht daran erinnern. Cum-Ex, 48 Millionen, Warburg Bank, haben wir jetzt vom Bundesverfassungsgericht gehört, dass das strafbar war. Aber es spielt keine Rolle. Aber jetzt dürfen wir noch ein bisschen einen draufpacken. Darf ja mehr sein. 18, 20 nur nicht passen. So, Olaf Scholz vor dem Wirecard-Ausschuss. Sein Name ist Hase, er weiß von nichts. Wirecard, Finanzdienstleistungsunternehmen in München, politisch entsprechend protegiert in China, auch von Frau Merkel und von anderen politischen Würdenträgern. 20 Milliarden Anlagevermögen sind kaputt gemacht worden. Auch hier Anlagevermögen von Sparern, Rentenfonds. Olaf Scholz als Verantwortlicher der Aufsichtsgremien, BaFin hier in München, wusste von nichts, ne? Das heißt also, wir gehen nochmal zurück. Was heißt es?
Verlässlich, zupackend, ein erprobter Krisenmanager. Der ist erprobt, absolut. In was ist er erprobt? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Aber was heißt denn hier zur Rechenschaft ziehen? Ein Politiker wird heute nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Gibt es nicht mehr. Eigenverantwortung gibt es nicht mehr. Ich fand es ganz gut jetzt. Ich habe immer verschiedene Posts von der Jungen Union München. Es gefällt mir ganz gut. Wie schlecht kann es um die Spitzenpolitik in Deutschland eigentlich noch stehen, wenn jetzt schon der Warburg Bank, HSH Bank, G20 Desaster in Hamburg, Cum-Ex und Wirecard Olaf Scholz für eine stark wachsende Anzahl der Hoffnungsträger für das Kanzleramt ist. Daran sieht man, das ist ungefähr so, dass ich sage, wir haben einen C-Klasse-Spieler, der nur auf der Ersatzbank sitzt und Bayern München sagt, das ist unser Hoffnungsträger, der wird zukünftig knipsen für uns. Und das ist wahrscheinlich noch eher, dass der ein Tor schießt, als hier der Herr Scholz. Aber schauen wir doch mal weiter. Einer, den ich immer wieder bewundere, ist unser Außenminister Heiko Maas. Also der Mann hat wirklich Profil, der Mann hat Durchsetzungsvermögen und das zeigt er jetzt auch in einem seiner letzten Posts. Da heißt es, der Aufschub der Verhandlungen bedeutet nur noch mehr Gewalt, unnötige Opfer auf beiden Seiten. Die Taliban müssen zur Kenntnis nehmen, dass es kein Zurück ins Jahr 2001 geben wird. Dagegen steht eine selbstbewusste afghanische Zivilgesellschaft. Das ist Heiko Maas. Die Einschätzung der Dinge, sehr treffend, sehr faktisch. Also wirklich, Heiko Maas, die Taliban sollen die zur Kenntnis nehmen. Ja, ich fürchte jetzt, also die zittern, die Taliban zittern. Und ich weiß auch, dass selbst Heiko Maas den Flugschein gemacht hat und sich selbst um die Dinge kümmern wird. Also er ist jetzt da unterwegs und wird die Dinge da bereinigen am Flughafen. Er wartet bloß noch auf eine Landeerlaubnis. Ja, schauen wir weiter. Liebe Freunde, jetzt ein kleines Rätsel. Systemgriecher mit 13 Buchstaben. Systemgriecher mit 13 Buchstaben, ZDF? Ich helfe euch. Systemgriecher mit 13 Buchstaben, Jan Böhmermann. Die Union kann die Bundestagswahl noch gewinnen, wenn Bild und Welt jetzt keine Fehler mehr machen. Das ist Systemgriecher mit 13 Buchstaben. Jawohl. Jan Böhmermann, einer meiner Fernsehlieblinge. Ich schaue die Sendung immer wieder ganz gerne an. Muss ich sagen, sehr interessant. Mann, der sicherlich gegen den Strom schwimmt. Er nicht. Ja, aber hier, ich habe mir zu eigen gemacht von Alexander von Hohenberg, der Staatsfunk-Satiriker mit 800.000 Euro fetten Grünfunk im Rücken, ärgert sich über den Gegenwind von einigen Printmedien. Jetzt ist ja auch so, Bild Live, Bild Fernsehen wurde ja auch gesagt, jetzt ganz, ganz gefährlich. Ganz gefährlich, das war im T-Online gestanden. Also es ist gefährlich, wenn Bild jetzt Fernsehen macht. Da, ja, es ist auch so, ich meine, man möge sich vorstellen, es ist ja doch die Situation, dass die Herrschaften sich in ihrer Komfortzone eingerichtet haben. Die Politiker sagen, okay, wenn wir ein bisschen Scheiß machen, berichtet ihr nicht darüber. Fernsehen sagt, pass auf, wenn es um die Erhöhung der Rundfunkbeiträge geht, wir haben Herrn Habert da zu sitzen beim Bundesverfassungsgericht. Das wird schon klappen. Klappt ja auch wunderbar. Wunderbar elementiert. Und wenn ich mir die einzelnen Gehälter anschaue, dieser Herrschaften, ja. Na gut. Aber kleine Steigerung. Systemgriecher mit 16 Buchstaben. Ich helfe euch auch. Ist auch jemand, der gerne mit dem Strom schwimmt. Die schlimmsten Hetzer sind immer noch die staatsfunksfinanzierten Systemlinge. Taliban verhängt Arbeitsverbot für prominente Journalistin und im Staatsfernsehen. Der feuchte Traum der AfD, umgesetzt von ihren heimlichen Brüdern im Geiste. Florian Schröder. Herr Schröder, geht es blöder. Und das ist wirklich, das ist auch so ein Typ, genau, stellt sich hin, das sind niemals welche, die gegen die Masse oder die etwas macht, sondern immer bloß, ja, da gehen wir mit, da gehen wir mit. Und dann werden sie alimentiert und ja, so ein Typ, also Florian Schröder, Systemgriecher mit 16 Buchstaben. Ne? Der guckt ab und zu hinten raus beim Intendanten und sagt, was soll ich noch machen? Ne? Unser Florian. Ja, mach mal weiter. Ich find's gut. Stellen wir uns bitte vor, die Bundesrepublik ist ein Haus, dass wir gebaut haben, dass wir alle miteinander gebaut haben, seit 45, Großeltern, Eltern, Urgroßeltern, bis in die jetzige Generation, die zukünftigen Generationen. Nun kommt die, wir öffnen wie die Haustür, es kommen Menschen herein, doch komm, kommt rein, kommt rein, kommt rein. Die setzen sich überall hin und sagen dann, nach einer gewissen Zeit, nach 2 Stunden so, jetzt bestimmen wir, was für Wasser verbraucht wird, was gegessen wird, was für ein Programm geschaut wird und welche Bilder an den Wänden hängen. Und welche Bücher in den Regalen stehen. Und wir bestimmen auch, welche Namen die Zimmer haben.
Und das ist sehr schön zu wissen. Wir haben hier zum Beispiel Rassismusdebatte. Kölner Student fordert, alle Mohrenapotheken umzubenennen. Es ist schon erstaunlich. Er sieht auch darin Folgendes. Zu diskriminierend, es ist auch diskriminierend. Es ist diskriminierend und er kann nicht weiter studieren, wenn er hier das in Deutschland sieht. Also das heißt, die Gäste, die wir einladen, die bestimmen dann, wir, die das Haus gebaut haben, wie wir uns zu benehmen haben. Es ist schon alles sehr erstaunlich. Und es geht noch weiter. Auslöser war das Donaulied, also dass die Verwaltung Krittinger verherrlicht. Künftig sollen Lieder mit rassistischen oder sexistischen Inhalt nicht mehr gespielt werden dürfen. Würzburg zieht Konsequenzen. Würzburg zieht Konsequenzen. Würzburg zieht nicht Konsequenzen, dass drei Frauen ermordet worden sind. Von einem Somalier? Genau, von einem Somalier. Hört man ja nichts mehr. Es ist auch so, dass man das halten wir möglichst flach. Der ist in der Psychiatrie und keine Presseberichte mehr, nichts mehr darüber. Wenn es dann zum Prozess kommt, wird er verurteilt. Er muss in die Psychiatrie. Beste Behandlung. Drei Frauen sind umgebracht worden. Würzburg zieht Konsequenzen. Würzburg ist offen. Wir sind der sichere Hafen. Kommt nur nach Würzburg und aus Afghanistan und. Dass drei Frauen ermordet worden sind, spielt keine Rolle. Und das deutsche Volk? Wo bleibt der Aufschrei? Wo bleibt der Aufschrei? Die sitzen in unserem Haus, die kommen rein und vor allem diejenigen, die entscheiden, die werden von uns auch noch bezahlt. Der Würzburger Oberbürgermeister und alle, wie sie sind, die sagen, kommt nur rein. Die werden doch von uns alimentiert. Die sorgen doch überhaupt nicht dafür, dass letztlich hier diese Steuereinnahmen so sprudeln, dass wir uns das im Sozialsystem erlauben können. Das sind wir. Ja, und hier, wie gesagt, ich nehme Norbert Bolz, ist einer der bekanntesten Medienfachleute. Mit zunehmendem Alter nach rechts zu rücken, ist ein Ausdruck von Lebenserfahrung, gesundem Menschenverstand und politischer Urteilskraft. Herr Bolz, da muss ich Sie beglückwünschen. Das ist genau der Punkt. Deshalb gibt es Hallo Meinung. Ich sage danke, dass ihr geschaut habt. Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal und ich sage danke für eure Unterstützung. Diejenigen, die uns noch nicht unterstützen, wäre schön, wenn ihr uns eine Unterstützung zuteil werden lassen würdet, denn so können wir unsere Arbeit machen und Redaktionen bezahlen und alles, was mit dazugehört. Danke, sagt der Peter Weber.